Was oder wie würden wir gerne feiern während dieser Zeit, wo wir unsere Anliegen nicht auf die Strasse oder Platz bringen können, in dieser virtuellen und digitalen Zeit, wo uns der Zusammenhalt vom gemeinschaftlichen Feiern fehlt? Wir sind tagtäglich, auch während dieser außerordentlichen Zeit, für unsere Rechte am Kämpfen und unsere Liebe am Feiern. Trotzdem sind das Fragen, die wir uns alle stellen müssen. Wir sind eine vielfältige Gruppe von Menschen, so vielfältig wie die Farbe der Regenbogenfahne, die uns repräsentiert. Wir können in eine ferne Vergangenheit schauen, um die Kämpfe und Ungerechtigkeiten zu sehen, die hier von Aktivisten und Verteidigern der Rechte auch in unserem Land gewonnen worden sind. Die Pride, wie man sie heute nennt, ist vor über 51 Jahren beim Stonewall entstanden. Also es ist so alt, wie ich es bin. Und der Zürcher CSD ist vor 26 Jahren geboren worden. Explodiert ist es zuerst in New York City, in einer Bar im Village, als Aufstand gegen die Ungerechtigkeiten und Misshandlungen, die die Polizei wahllos über Menschen ausgeübt hat, die als Abschaum Menschen am Rand der Gesellschaft geltet haben. Die Menschen haben sich zusammengetan, ihren Mut zusammengenommen und ihre Arme erhoben, wie wir das jetzt in Erinnerung an ihr Handeln tun können. In Basel seit 1975 und dann in Zürich ab 1994 auch. Die sogenannten Aussenseiter, die von der Gesellschaft abgelehnt worden sind, haben sich zusammengeschlossen, um voneinander Kraft zu gewinnen. Sie haben ihre Stimme vereint und ihre Würde als Menschen, Frauen, Männer, Queers, Drags, Pfauen und auch als Feen zu verteidigen. Sie haben ihre Rechte verteidigt und haben laut herausgeschrien, dass niemand auf sie drauftreten kann, weil sie anders sind. Sie haben stolz gerufen, wir sind anders, wir sind farbiger. Wir sind anders als ihr, aber wir sind trotzdem auch gleich. Ihr könnt uns nicht lügen oder uns ausgrenzen und wir werden uns nicht verstecken, weil wir anders lieben oder glücklich tanzen und Lieder singen, die uns identifizieren und uns von den Ketten befreien, die uns durch die ungerechten, frustrierten Moralapostel auferlegt werden. Jetzt, hier in der Mitte von Zürich, auf dem Fluss, wo die wunderbare Stadt durchquert, feiern wir eine virtuelle, digitale Pride, die früher immer außerhalb der Innenstadt stattgefunden hat. Vor 11 Jahren, 2009, hat dann auch die Europride bei uns in Zürich stattgefunden. Und der Münsterhof, wie auch die Stadthausanlage, genau hier oben dran, der Barfußbar in der Frauenbadi, sind damals von uns eingenommen worden. Wir möchten an dieser Stelle auch alle würdigen, die von Anfang an als Vorkämpfer mit einem beispiellosen Einsatz während der letzten Jahre und Jahrzehnte sich für die Gleichberechtigung von uns allen hier in Zürich und in der Schweiz eingesetzt haben. Wir feiern alle zusammen, dass sich die Welt verändert hat. Während wir gleichzeitig erkennen, dass sich diese Welt noch mehr ändern muss. Wir müssen jedoch unsere hart erkämpften Rechte bewahren und schützen. Die Farben des Regenbogens haben sich weit und breit ausbreitet, aber dunkle Wolken versuchen immer, unser buntes Leben zu blockieren. Wir haben viele ungerechte Gesetze können umwandeln und zu Überzeugungen bringen, um freier und grosszügiger zu werden. Aber wir müssen immer noch kritisch sein und nach wie vor für unsere Rechte und auch für die Erhaltung dieser Rechte kämpfen. Wir müssen immer noch Demonstranten sein und für die Rechte von uns allen, die Rechte von uns Schwulen, von uns Lesben, von uns Frauen und Männern, von uns Regenbogenfamilien, wie auch von uns Transmenschen und für unsere ganze LGBTIQ+-Community-Rechte kämpfen. Vor allem aber müssen wir unterstützende und mitfühlende Wesen sein. Geduldig, respektvoll, solidarisch, neugierig und tolerant. Und wenn wir Farben bekennen wollen, dann müssen wir das auch in unserem Alltag leben. Diversity und Inclusion, Diversität und Inklusion muss zuerst von uns selber ausgehen und uns nicht untereinander ausschliessen. Nicht nur jetzt, heute, sondern auch während der anderen 364 Tage im Jahr. Und nicht nur hier in Zürich, sondern überall dort, wo wir ankommen. El Pueblo Unido, jamás será vencido. Nur gemeinsam sind wir stark. Und in dieser Gemeinsamkeit hat Gay-Bashing nichts verloren. Der CSD, die Pride, konnte entstehen, weil unsere Vorkämpfer sich zusammengetan haben, um miteinander gegen die Ungerechtigkeiten zu kämpfen. An was glaube ich? An die universelle Liebe und im Glück von einer gemeinsamen Idee. Was will ich? Freiheit. Im gegenseitigen Respekt mit allen Rechten, weil Pflichten erfülle ich schon. Eine hundertprozentige Gleichstellung. Wohin gehen wir zusammen? In eine bessere und ausgeglichene Welt. Wie können wir zusammen diese Ziele erreichen? Mit einem friedlichen Kampf, der auch das Tanzen und Singen beinhaltet und das alles immer mit einem Lächeln. Smile on their faces. Wir alle sind Erbe vom Stonewall und dem CSD und der Pride. Schwestern, Brüder und alle von dieser Regenbogenfamilie. Hurra für euch, hurra für Zürich, hurra für unsere Pride.